Wie heißt du? Jan. Wie alt bist du und woher? 28, aus Fonsdorf. Und sein Beruf? Kellner. Ist das auch deine Berufung? Ich liebe diese Bühne. Dein Lieblingswein? Ja, Welschriesling, 2 Liter, Schraubverschluss. Im Tetrapack? Nein, schau, Klos muss sein, bitte. Einkaufen in der Region oder online? In der Region. Original Red Bull oder Discount Energy? Gar keins am besten. Du bleibst also beim Welschriesling? Ja, sicher. Winter oder Sommer? Ah, Sommer. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Schwimmen. Du bist ja Kellner. Holst du deine Getränke selber oder lässt du sie dir bringen? Ich bringe sie lieber selber, weil die anderen kennen sie nicht aus. Auch beim Welschriesling? Ja, beim Welschriesling vor allem. Das ist ganz wichtig. Vor allem, da will ich ein Tetrapack und das... Was ist das Besondere in der Region? Die Vielseitigkeit. Welche Art von Vielseitigkeit meinst du? Ja, du hast Obdach drinnen, kannst zum Zierwitz aufgehen und dann geht's raus bis Graubart, wo du schwimmen gehen kannst und hohen dauern. Bist du chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Gibt es also offen zu? Ja. Und beruflich auch chaotisch? Beruflich auch, ja. Vor allem, das muss man sein, bitte, weil sonst würde ja jeder zur rechten Zeit alles kriegen und dann gäbe es keine Reibung. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Ach, in die Berge. Muss man ja in der Region fast, aber warum die Berge? Ja, weil da ist die Luft kühler. Du könntest aber auch im Winter ans Meer fahren, da wäre es auch kühl. Im Winter? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in Italien darf man keine Winterreifen haben, das ist unpraktisch. Was ist eine typische Tradition in deiner Region? Ist typische? Ach, mit Traditionen kenne ich mich nicht so aus, muss ich sagen. Außer was die Weinkultur betrifft. Ja, bei der Weinkultur schon. Aber das ist auch nicht in unserer Region. Schick essen gehen oder Fast Food? Ja, Fast Food. Weder noch. Der Wiener. Und welchen Tipp kannst du jungen Leuten in der Region geben? Geht's in die Arena, zum Bowling Center und zum Puls. Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz finanziert.